Hallo und herzlich willkommen hier bei Modellbahnunion. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zu einer neuen Produktvorstellung in H0. Heute gibt es einen ganzen Zug, nämlich die Alpspitzbahn von Rocco. Die besteht aus einer Lok und drei Waggons. Die schauen wir uns heute im Detail an. Es gibt ein paar Infos zum großen Vorbild der Lokomotive. Es wird sich natürlich das Modell im Einzelnen angeschaut. Wir schauen uns die Fahreigenschaften der Lok an. Es gibt noch viele andere nützliche Informationen und natürlich zum Schluss das Schlusswort. Der Fahrplan steht, wir legen los. Beginnen wir mit dem großen Vorbild und da sei direkt einmal gesagt, es gibt kein großes Vorbild, denn so wie wir sie hier stehen haben, die Konstellation, die gibt es nicht, denn es handelt sich bei der Alpspitzbahn um eine fiktive Eisenbahngesellschaft von Rocco. Die Alpspitzbahn als solches, den Namen und die Bahn gibt es wohl tatsächlich, es handelt sich aber hier nicht um eine Eisenbahngesellschaft, sondern um eine Sesselliftbahn in Nesselwang im Allgäu in Deutschland. Heißt also, Vorbilder können wir jetzt hier nicht wirklich liefern, aber wir wollen ein paar Worte verlieren über die Lokomotive, denn hierbei handelt es sich um eine preußische T9. Die T9.3 der preußischen Staatseisenbahn waren Tenderlokomotiven, die im Personen- wie auch im Güterzugverkehr zum Einsatz kamen. Es wurden für die preußische Staatseisenbahn insgesamt 2060 Lokomotiven dieses Typs gebaut. 1901 rollte die erste Maschine dieses Typs bei der Königsberger Union-Gießerei vom Band und es war einer der meistgebautesten Lokomotiven Deutschlands. Die Lokomotiven der Gattung wurden 1925 von der Deutschen Reichsbahn als Baureihe 91-3 bis 18 und 91-20 in ihren Umzeichnungsplan eingeordnet. Und der markanteste Unterschied zwischen der T93 und der T92, sprich der Vorgänger unserer Lok, die wir jetzt hier haben, ist die besagte Adamsachse. Die Adamsachse ist eigentlich nichts anderes als der Vorläufer, der sich im Prinzip im Gleisfeld seitlich bewegen kann, um im Prinzip kleinere Radien fahren zu können. Das ist bei der Baureihenbezeichnung hier der größte Unterschied. Die Lokomotiven dieser Gattung wurden 1925 bei der Deutschen Reichsbahn dann in die Untergruppierungen 91-3 bis 18 und 91-20 eingeordnet. Und hier auch nochmal ein sehr markanter Unterschied zu ihrer Vorgängerlokomotive, der T92. Das ist nämlich hier bei unserer T93 die sogenannte Adamsachse. Das ist nichts anderes als vorne die erste Achse, die sich im Kurvenbereich dann seitlich bewegen kann. Damit konnte man dann die Höchstgeschwindigkeit von 60, später 65 km/h dann deutlich erhöhen. Ausgemustert wurde die Lok dann auch, leider Gottes, denn die begann 1945 bei der Deutschen Bundesbahn und 1964 bei der Deutschen Reichsbahn und war dann auch insgesamt bis 1971 dann beendet. Damit haben wir die Informationen zum großen Vorbild abgearbeitet. Wir kommen jetzt zum Modell in 1:87.
sind wir beim Modell angekommen und da schauen wir uns auch erstmal wieder an, wie kommt die Lok zu uns. Wir haben hier unseren klassischen Rokokarton, in dem die Lok in Styropor sehr sicher verpackt zu uns reist. Wir haben natürlich die Wagen, die wollen wir natürlich auch erwähnen, die dazu passend sind, die natürlich separat gekauft werden müssen. Es sind zwei Personenwagen zweiter Klasse und ein Gepäckwagen. Die sind natürlich hier in den Verpackungen dann verpackt. Mit bei der Lok dabei, bleiben wir etwas mehr bei der Lok, ist natürlich die Bedienungsanleitung von Rocco und auch, es darf nicht fehlen, das Ersatzteilblatt der Lokomotive beidseitig bedruckt, also hier auch keine Probleme mit der Versorgung der Ersatzteile. Schauen wir uns die Lok im Detail an. Es ist wirklich eine sehr schön umgesetzte Lokomotive, also sprich die preußische T3. Sie hat zwar hier die preußische T9.3, die Bezeichnung T1, aber es handelt sich definitiv um eine preußische T9.3. Der Führerstand, da befindet sich die Schnittstelle, die aber mit schwarzem Klebeband abgedeckt ist, also das sieht man sehr wenig, also man kann auch wirklich gut durch den Führerstand durchgucken. Hier oben die Pfeife, die ganzen Rohrleitungen sind wirklich sehr schön filigran angeordnet, auch hier vorne der Schornstein ist wirklich sehr schön, die Griffstangen hier an der Lok, wie auch hier unten das Triebwerk, alles sehr schön detailliert umgesetzt. Die Wagen dürfen natürlich nicht fehlen, hier haben wir auch Zurüstbeutel, die noch verbaut werden müssen, wie zum Beispiel Griff- und Haltestangen hier an den Einstiegen, aber hier auch sei gesagt, was ich auch persönlich sehr schön finde, ich hoffe, die Kamera kriegt das drauf. Ich drehe das mal so rum. Wir haben hier an den Übergängen haben wir Klapptritte, die wir hoch und runter klappen können. Und das sieht wirklich sehr schön aus, wenn wir den Wagen hier mal zur Seite schieben, uns hier dann den Übergang anschauen. Ich nehme mal hier einen Kugelschreiber und drücke den so schön runter. Also haben wir da über der Kupplung einen sehr schönen Übergang, also das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Auch die Innenanrichtung der Wagen sind wirklich sehr schön gehalten. Man kann die Wagen sehr schön mit Figuren ausstatten. Da ist wirklich sehr viel Platz, also das passt sehr schön. Hier auch aber, wie gesagt, nochmal die Information. Die Bezeichnung, die auf den Wagen wie auch auf der Lokomotive stehen, Alpspitzbahn, das ist eine fiktive Eisenbahngesellschaft. Alternativ, wenn man nicht mit der Dampflok fahren möchte, es gibt auch noch eine E-Lokomotive, die man sich passend in dieser Farbgebung dann auch kaufen kann, einmal mit oder auch einmal ohne Sound. Die Artikelnummer zu der Lok DC Analog, das ist die 7359. Die Artikelnummer zu den passenden Wagen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Da fangen wir hier vorne mit dem Gepäckwagen an. Das ist die 74508. Und die beiden Personenwagen haben einmal die Artikelnummer 74506 und 74507. Wenn ihr also die alle dann haben wollt, dann könnt ihr das natürlich auch gerne bei uns machen auf unserer Internetseite www.modellbahnunion.com. Da sind wir auch jetzt schon am Schluss angekommen. Sollten jetzt noch Fragen eurerseits offen sein, kein Problem, einfach hier unten in die Kommentare eure Frage schreiben oder uns direkt eine E-Mail schreiben unter info@modellbahnunion.com und wir werden uns natürlich dann schnellstmöglich bei euch melden. Wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Macht es gut und tschüss.